armen Land wie Nepal spielt die Religion eine große Rolle. Umso erstaunlicher ist, dass zwei Religionen nebeneinander existieren, ohne dass dies zu Problemen führt. 86% sind Hinduisten und 8% Buddhisten. Viele heilige Stätten beherbergen hinduistische und buddhistische Heiligtümer nebeneinander, wie zum Beispiel hier in Swayambhunath bei Kathmandu. Der halbkugelförmige Bau ist der buddhistische Stupa, die anderen Gebäude dienen dem Hinduismus. Bei beiden Religionen werden die Toten verbrannt. Die folgenden Bilder zeigen eine hinduistische Verbrennung in Pashupatinath bei Kathmandu. Viele sind streng gläubig und nehmen an zahlreichen Zeremonien und Wallfahrten teil. Die Klöster der Buddhisten sind gut ausgestattet. Wer seinen Sohn in so einem Kloster unterbringt, hat sich und seinem Sohn einen großen Vorteil verschafft. Er erhält eine sehr gute Ausbildung. Neben den religiösen Fächern lernt er auch Englisch und den Umgang mit dem Computer. Unterkunft und Verpflegung sind sehr gut und kostenlos. Die Eltern haben den Vorteil, dass sie eine Person weniger versorgen müssen. Die Klöster nehmen die Buben bereits mit 5 Jahren auf. Hier ein Zimmer eines Mönches. Für nepalesische Verhältnisse ist es ein recht komfortables Zimmer. In kleinen Ortschaften sind die Klöster nicht so komfortabel als wie das vorher gezeigte der Hauptstadt Kathmandu. Am spartanischsten von den Mönchen lebt ein Eremit zusammen mit seiner Frau und diesen selbst in einen Felsen hineingebauten Kloster. Im Buddhismus gibt es sogar eine Gebetshilfe. Beschriftete Trommeln werden von Hand oder mit Wasser in Drehung versetzt und ersetzen das Sprechen eines Gebets. Sie gibt es in verschiedenen Größen und Ausstattungen. So hört sich die Kirchenmusik der buddhistischen Mönche an. Viel Musik habe ich in Nepal nicht wahrgenommen. Dies sind die einzigen Straßenmusikanten, die mir begegnet sind. Ganz spontan entwickelte sich dieser musikalische Abend, den unsere Sherpas gestalteten.
Ich hoffe, der Film konnte vermitteln, wie die Leute leben, die uns helfen, das Dach der Welt kennenzulernen. Die Massive des Everest, Annapurna, Daulagiri, Makalu und Shu'oyu kennen die meisten Trekker. Aber wer weiß schon, wie es hinter den Kulissen ausschaut.